Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Exile mit dem guten Kraxel. Hallo Leute. Hallöchen, Popöchen. Ich hatte gerade die Meldung, Loot ist spawned. Yay. Eben nicht verguckt habe. Okay, wir checken das mal. In den Bunker. Komm hier Scheiße, nicht rein. Kommt man hier überhaupt rein? Mal so gefragt. Ich weiß es nicht. Also hier in dieses in das andere Ding kommst du nicht rein. Also man kommt oben drauf. Aber auch hier stellt sich die Frage, lohnt es sich dafür zu sterben? Aber in das Alu-Ding muss man reinkommen, das ist zumindest hohl innen drin. Ja, also ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wir sind hier falsch. Ja, stimmt, aber ich hatte gerade echt eine Meldung, Loot is spawn for you. Ja, vielleicht gibt's hier Loot. Oben auf dem Dach. Da vorne ist ein Häuschen. Das könnte sein, dass wir da reinkommen. Ach. Ich schau mal schnell rein, was drin ist. Da vorne ist nämlich noch eine Lagerhalle, da könnte man noch vielleicht gucken. Ja, hier kommt man rein. Aber hier ist nichts. Wo du hast voll das Xenon-Licht. Xenon-Licht, nennt man das? Xenon. Xenon, ne? Genau. Ja. Hast du voll an deinem Auto? Ich nicht. Ich glaube, die alten Funzeln. Die alten Energiesparlampen, weißt du? Ja, aber dein Licht schaut irgendwie besser aus als mein, finde ich. Findest du? Ja. Meins ist so kalt. Ich ja, stimmt. Meins ist ein bisschen wärmer. Ja. Okay, alles klar. Dann. Weißt du Bescheid. So, bring die Bude wieder auf Vordermann. Ja. 5 Kilometer noch. Wir sind am Endspurt. Ja. Beziehungsweise, warte mal kurz. Ich schau gerade mal, fahren wir überhaupt richtig? Ja. Weil ich war gerade 5 Kilometer entfernt, jetzt bin ich bei 8. Ich halte an. Ja. Ich zentriere kurz. Wir müssen doch... Wo musst du? Zu dem Händler? Doch. Mitten am Airfield, ne? Richtig. Ja, sind richtig. Ja, wir sind schon. Wir sind in Rodopoli. Genau, Rodopoli. Nee, und müssen jetzt den... Vielleicht daran, weil wir hier so leichte Umwege fahren, also außenrum, weißt du, wir machen jetzt nicht Luftlinie, sondern... Wir könnten über die Straße, die ist zwar ein bisschen weniger groß, also südwestlich fahren, an der Kirche da unten vorbei. Ah, Schwarzbütcher, okay. Da kommen wir dann nach Atrakia. Oh, guck dir mal die Wolken da hinten an, die schwarzen. Oh ja, jetzt regnet es sich ein, da kommen wir nämlich an dem Solarkraftwerk da vorbei. Da könnte man vielleicht auch noch was finden, da sind nämlich ultra viele Gebäude, glaube ich. Dann fahr du mal bitte vor. Warte mal kurz, ich muss mich ja selber kurz orientieren, wo wir sind. Wir sind kurz vor dem Bogen. Seh's halt nicht, ne? Ich ess mal schnell was hier. Seh's halt nicht. Warte mal, in Atrakia an der Kirche. Kirche und nach der Kirche die nächstbeste links rein, okay. Mal ganz kurz, ob hier was in der Baustelle liegt, was man mitnehmen könnte, wenn wir gerade hier sind. Okay, ich komme mit dem Tonner nach. Ja. Okay, pass auf, ich fahre jetzt hier. Ich fahre mal vor und schau mal, dass ich versuche, das schon mal hinzubekommen. Dass du mir einfach nur noch nachfolgen brauchst. Ja. Stopp. Da müssen wir links rein. Zum Glück hat der Tonner einen wirklich geilen Wenderadius. So, jetzt müssen wir die nächstmögliche Stopp hier rechts. Da, wo du herkommst. Und dann die nächstmögliche wieder links. So, und dann müssten wir es hinkriegen. Wie du fährst, ey. Ja, jetzt mit Orientierung ist schwierig. Bist du hinten dran? Ja, ja. Okay, und diese Straße müssen wir eigentlich bis zum nächsten Dorf die ganze Zeit folgen. Wir kommen halt da bloß nicht so schnell voran. Hörst du das? Was denn? Ich hupe. Bei mir du hupst? Ja. Wie machst du das? Mit linke Maustaste. Ich höre das bei mir gar nicht innen drin. Kannst du hupen? Ich glaube schon, aber... Ja, ich höre es ganz leise. Du bist wahrscheinlich zu weit weg. Oh, hier ist die Kirche. Hier unten kommt noch eine Lagerhalle. Ich halte. Ja. Könnten ja mal kurz die Lagerhalle... Ich sehe dich im Rückspiegel anrauschen. Boah, Alter. Boah, du bist aber ganz schön schleunig an mir vorbeigezogen. Ja, sicher. So, für Mädchen heute. Ah, das muss alles gehen hier. So, pass auf, warten, bis Loot spawnt. Ja, ich bleib hier vor der Bude. Ja, ich check das Auto, das Haus rechts. Alles klar. Alter, wie geil das einfach nur mit den Karren aussieht, ohne Scheiß. Ich finde das total cool episch gemacht. Loot ist spawnt. Jo. Okay, bin drin. Oh, was ist das? Kann man irgendwie das Flashlight anmachen von seiner Waffe, weißt du das? Ja, das geht irgendwie. Ich glaube mit F oder L, ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal ganz kurz in die Settings, weil das würde mich echt mal interessieren.
Du hast auch böse gemacht hier, ne, mit dem Menü. Also unter, über Konfiguration direkt Suizid. Ja. Oh, verklickt. Oh, dumm. Wieder versaut. Verdammt. Ja. So, warte mal. Uhr, Nachtsicht, Fernglas, Scheinwerfer, SL. Gucken. Abspringen, Team. So, Waffen. Ja, wenn dann Waffenkonfiguration. Ach, da bist du drin. Okay. Luft anhalten geht auch. Hast du das gewusst? Echt? Wie denn? Maustaste festhalten. Sekundäres. Die rechte Maustaste festhalten. Ja, stimmt. Dann verrutscht er fast nicht mehr. Geil. Gut zu wissen. Dass wir da auch mal reingucken, bevor wir im Krieg landen hier. Ja. Wir sind sauber rausgekommen aus der Dover. Ja. So, ich gehe mal kurz zum Auto. Ich muss nämlich mal schauen. Ich habe jetzt 89% Leben. Na, schwierig. Ja, aber ich sehe nichts mit, mit Dingsbums. Warte im Auto auf dich. Ist schon fertig? Mir regnet es hier. Ja, ach, ich so. Bin fertig. Nicht, dass du nass wirst, ne? Ja, das geht ja nicht. Da wird, aber weißt du, mein zartes Näschen ist da immer ein bisschen schwierig. Wir sind jetzt ungefähr hier. Das heißt, wir haben eigentlich schon fast nach Antrakia, haben wir fast den halben Weg geschafft. Da kommt dann jetzt nichts mehr eigentlich. Nee, gar nichts mehr. Und dann kommen wir schon nach Antrakia rein. Okay. Und da müssen wir dann immer geradeaus fahren. Und dann kommen wir auf die Hauptstraße und dann rechts. Alles klar. Weil da kommt. Oh, wir kommen bei einer riesen Militärbase vorbei. Ich weiß. Alter, bei Telos, ne? Krasses Pferd, ohne Scheiß. Also jetzt immer geradeaus. Bis zur nächsten richtig großen Hauptstraße. Okay. Wo es nur noch rechts und links weggeht. Musst du kurz mein Auto einpendeln mit der Maus? Ja. Das Pendeln mit der Maus. So, du bist ja eben ein bisschen ein Ticken schneller, wobei wir sollten hier echt aufpassen. Die Straße ist ein bisschen, ne? Ein bisschen risky. Und ich glaube, unser Duct Tape geht uns nämlich irgendwann aus. Ja, ich habe keins mehr dabei. Ja, ich auch nicht. Shit. Wie viel passt in dein Auto eigentlich rein? Hast du mal geguckt? Nee, aber ich glaube, der Hatchback müsste so um die 3.000, 4.000 haben. Okay. Aber der Hatchback hat 2.000. Nee, deins. Ach du, das müsst 4.000 haben. 3 oder 4.000. Okay. Also auch nicht wirklich viel mehr als jetzt in den Hatchback. Aber, wow, du bist langsamer. Ja, musst immer ein bisschen aufpassen. Wenn es schwarz wird, bremse ich ab. Okay. Ja, macht Sinn. Ja, ich habe Angst, dass ich irgendwo gegenballere. Ja, wir sind nämlich jetzt schon gleich da. In Antrakia. Ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger machen. Da kommt jetzt so ein kleiner Linksknick. Dem müssen wir folgen und dann immer geradeaus. Genau hier. Geht in der Fahrschule. Drin, ne? In der Kurve. Ja. Kupplung drücken. So, jetzt nach rechts. Nein, geradeaus. Immer geradeaus. Ich habe gerade mal 2 Liter verfahren bis jetzt. Ja, ich auch. Ist echt sparsam, die Kisten. Ja. Aber dann kommen wir doch nicht auf das Ding zu. Rechts ist von mir der Safe Spot. Ja, passt schon. Jetzt rechts, oder nicht? Die nächste an der Hauptstraße von der rechts, ja. Okay. Genau, und dann sind wir nämlich auf der großen Straße. Ist am einfachsten vom Fahren jetzt. Ja. So, Freunde, ich würde sagen, das ist so, dass genau so ungefähr funktioniert Fahrschule. Ja. Ja? Nächste rechts abbiegen. Alles klar. So, und da kommen wir nämlich jetzt einmal an den riesen Solartürmen vorbei. Und dann auf der anderen Seite, ey, wir machen jetzt voll die Sightseeing-Tour. Ja, dann erzähl mal. Also, links sehen wir das Kraftwerk, ja, von Altes Stratis Live, Dings da, Exile-Karte. Und wir sehen mich zu schnell fahrend. Du biegst ab gerade. Ja. Ach, du willst im Kraftwerk rein? Nein. Wir kommen genau da drauf zu, sagt mir mein Navi. Nee, du, wenn du jetzt... Achso, ja, wenn du da durchfährst, komm, aber ich würde gern beim Militärcamp noch vorbeifahren. Achso, ja, okay, da drehe ich einmal. Weil ich glaube, Militärloot ist für uns jetzt eigentlich so ein... Ja, wäre schon nett, ne? Boah, da unten ist voll die fette Baustelle. Alter, wie geil. Schau dir das Militärbase an. Ach, ich sehe noch nichts, Mann, ich sehe noch nichts. Ich gerade am Wenden. Ich fahre schon mal vor und schau mir die Sache aus der Nähe an, weil das ist nämlich nicht weit. Wir sind schon, ich habe schon die Meldung bekommen, Militärlager. Also Militärbase? Ja, wenn ich heute, wann dann, ne? Alter. Ach, da hinten, fett. Krasse Scheiße. Oh, wie geil. Und da gibt's richtig... Okay, dann halte ich jetzt hier am Ausgang. Weil reinfahren würde ich jetzt ehrlich gesagt eher nicht so. Nö. Das machen wir zu Fuß. Genau. Also Motor aus. Lichter aus. Aussteigen.
Da hinten kommt MC Craxel. Ja, ich bin schon auf dem Weg mit Vollgas. Und ich parke einfach mal dezent. Ja, auch hier vorne. Siehst, genau, du siehst ja meinen Stehen. Alter, wie geil einfach nur. Okay, ich... Loot-Spawn. Ja, bei mir auch. Ja, dann muss ich loslegen. Ich mache rechte Seite. Alter, du kannst in die grünen Gänge reingehen, aber ich sehe halt leider fast nichts. Du kannst in die ganzen stehenden Container kannst du reingehen. Okay. Hier liegt irgendwas, Militärbekleidung. Wow, Kampfanzug. Nice. Boah, ich sehe gar nichts, ey. Wenn ich jetzt schießen sollte, dann tut's mir leid. Ich drücke jetzt einfach mal alles durch. Warum? Was machst du? In der Hoffnung, dass ich irgendwie Flashlight bekomme. Hast du eine an deiner Waffe dran? Ja, ich glaube schon. Warte mal. Schalldämpfer. Laserpointer. DMS. Nee, habe ich doch nicht. Warum nicht? Brauchst du einen fixen Helm? Also einen festen Helm? Was? Nein. So einen richtigen Helm, meine ich? Hab ich. Okay. Heli-Crew-Helm, den tausche ich aus gegen meinen. Boah, Alter, ey, hier ist sonst, glaube ich, brandgefährlich. Ich glaube, wenn du sonst hier bist, das ist so der Hotspot. Da würde ich mit dem Heli hinfliegen, um zu looten. Ja. Alter. Was kostet denn eigentlich so ein Helm? Mal gucken. Ja, gut, 20. 80, also 40 kriegst du für den einen. Nice. Das ist okay. Das ist ein Wort, würde ich sagen. Okay, noch eine Axt gefunden. Leuchtmunition. Ein Kanister? Ja, aber oh, wie nice. Einfach nur episch gut, ey. So, ich geh hier mal oben irgendwo. Boah, was für Kuppeln. Hier musst du dir ein Lager reinbauen. Ja, hier hast du natürlich Jackpot, ne? Da hast du es geschafft. Ohne Scheiß. Komm hier rein? Ja, ich komme rein. Sauber. Allein bei dem Loot, was du bekommst, ja. Ist ja... Was haben wir hier liegen? Meine Güte, drück doch einfach das I. Rauchmunition, weiß. Mhm. Nice. 100 Schuss Leuchtspur. Oh, hier Alter, ich habe ein riesenlanges Magazin gekriegt. Aber das kann ich leider nicht verwenden. Ja, noch nicht. 100 Schuss Leuchtspur. Wie viel bringt denn das? Sales Price, oh, 40. Alter, ein Boden, Luft, schieß mich tot, irgendwas. Was? Warte mal. Was war das jetzt? Ein Boden, Luft, Tragegurt. Okay. Sales Price 100. Ne, mit das Ding. Alter, wir haben hier Alter, voll den Jackpot gerade. Armor Capacity 120, sehr, sehr nice. Ich glaube, der hat sogar mehr Kapazität als meiner. Direkt mal umtauschen. Spezialtragegurt, wie was? Das ist ein Spezialtragegurt. Vor allem, wo ist der Spezialtragegurt hin? Das ist die andere Frage. Alter, nice. Mal kurz, 120, 140 gegen 100... Eine Rahim, Sturmgewehr. Armor 100, Capacity 100. War schade, dass man nicht gucken kann, wie viel die wert sind, wenn die noch auf dem Boden liegen. Ja. Das finde ich auch ein bisschen blöde. Also, dass wir das nicht genau angucken können, finde ich auch nicht gut. Alter, was ein Eldorado hier, ohne Witz. Ja. Ich bin schon wieder fast voll. Ich baue mal gerade meine Waffe um. Ich nehme die Katiba jetzt nämlich nicht mehr mit. Ich nehme die MX irgendwas mit. Die schaut nämlich richtig gut aus. Wieder eine Rauchgranate. Ich muss gleich erstmal zum Auto mich entleeren hier. Alter. Doppelschussmagazin. 5,56. Oh, wie geil. Freunde, wir haben den absoluten Loot-Overkill hier. Ja, Alter, ich habe auch eine MX hast du gefunden, ne? Ja, die MX. Ich auch. Sieht fett aus. Richtig geil, oder? Boah, ich glaube, die nehme ich, ey. Taucheranzug NATO. Ach, du Scheiße. Was, du hast einen Taucheranzug? Ja, Taucheranzug. Seesack macht 280. Wie viel macht ich der Angriffspack? Schieß mal kurz, Vorsicht. Warte. Ja, schieß. Warte. Er lädt nach. Oh, krass, hörst du das? Die ist sehr leise. Das ist sehr ja, gut. Aber ich war im Haus drin, deswegen wahrscheinlich. Hast du einen Schalldämpfer? Nee, die ist nicht. Ja, das ist, glaube ich, mein Schalldämpfer.
Du Nasenbär. Was? Ich hab keinen Schalter einfach. Was? Warte, ich schieß nochmal. Ja, es ist ultra leise. Soll ich mal schießen? Ja. Warte mal kurz, ich schieß mal irgendwo in die Nähe von dir. Mhm. Also. Oh! Ja. Warte mal, schau mal in die Luft. Ja, ich hab's gesehen. Auf meiner Position. Ja. Geil, oder? Ja, Achtung. Ich habe so einen Schuss gesehen, obwohl du eigentlich hätte ich den gar nicht sehen dürfen. Ich muss erstmal zurück zum Auto, ich muss mich entleeren hier, ich bin rappelvoll. Bist du echt rappelvoll? Ja. Ich würde vorschlagen, so weit wie es geht in unser Auto rein. Ja. Weil nicht, dass definitiv. Der andere despawnt, ne? Ja. Alter, ich muss auch zum Auto. Ich bin auch komplett voll. Ich würde vorschlagen. Gleich Millionäre. Ey, ohne Scheiß, wenn wir das alles verkaufen, das ist dumm und dämlich. Dumm und dämlich. Verstehst du? Ja. Kohle ohne Ende. Und dann können wir uns ein richtiges Auto kaufen und eine Flagge und alles. Und dann geht das Spiel nämlich erst richtig los, liebe Freunde da draußen. Ja. Denn definitiv. Dann geht's nämlich ab. So, leere Flasche, empty, Fullkanister, empty, Kordel. Das Geile ist, wir können beide aufs Autoinventar zugreifen. Das ist so ach, cool. Ach, stimmt. Richtig nice. Da passt echt einiges rein, ne? Also vor allem, Dingen, wenn du überlegst, ne, das Ding ist jetzt ganz gut gefüllt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber jetzt noch nicht überfüllt oder sowas, sondern es ist halt einfach gut dabei. So, okay, ich gehe wieder auf Lootjagd. Geh auf Lootjagd. Oh fuck, ist da was zu trinken drin? Im Auto ja. Ja. Müsste was drin sein, oder? Weiß ich nicht. Warte mal, eine leere Wasserflasche. Nur 16% hier. Doch, ach nee, Salzwasser, warte, ich gebe dir eine von mir. Die hat, genau, die hat 100. Das wäre super. Okay, wir können, also ich gehe wieder weiter. Hast du reingelegt? Ich habe reingelegt, der liegt im Inventar. Kann man eigentlich in die weißen großen Dinger auch rein? Ja, ja, klar, in die Kuppeln. Ja? Ja, sicher. Ach, dann musst du einfach nur an dem Tor vorbeigehen. Weil richtig, ich war einfach bisher, nur aufmachen. Ja, aber ich war bisher nur bei den Containern. Nee, da findest du richtig krassen Scheiß. Ja, Mann. Müssen wir mal im Auto reinfahren. Alter, ich finde das total geil. Ich hab Bock auf noch zu finden. Cable. Oh, wie geil. Ich habe endlich ein Kabel wieder gefunden. Die bringen so scheiße viel. Ja. Boah, toll. Ich kann den ganzen Weg jetzt nochmal ablaufen, weil überall wieder Neues gespawnt ist hier. Was? Ich habe einen portablen Generator. WTF. Wir haben jetzt schon, so einen Saft quasi. Kanister. Bist du? Noch eine Axt. Alter, wir haben hier voll den Jackpot, ohne Scheiß. Ja. Jetzt weißt du, wo wir hinkommen mit den Karren, ja? Hammergut, ey. Das ist jetzt unsere ständige Anlaufstation. Ja, aber du musst natürlich aufpassen, ne? Das ist sehr risky hier. Vor allem hier findest du halt auch so Sachen wie Junk Metal ohne Ende, ja, ne? Ja. Man kann sich schon gut eindecken, aber das machen natürlich dann auch andere Spieler. Und wenn ihr 20, 30 Leute auf dem Server hast, dann wird es schwierig. Nicht unbedingt hier, ich meine, gut, der ist natürlich direkt Feindkontakt, das ist vielleicht auch ein Vorteil. So ein bisschen, Für mehr Action, meinst du? Ja, genau, aber... ohne Scheiß, ich bin jetzt gleich schon wieder voll. Ja. Ich glaube, wir holen den roten mal vor und laden ja, genau, muss nicht so weit laufen. Genau, dann können wir den direkt am Eingang so quasi entladen. Ich hol den mal in die Gegend rein hier. Ja. So auf, ich würde sagen, inneren Ring oder sowas. Nee, Bull. So erste. Das liegt ja hier? Das passt dann schon. Ein SDA. Auch sehr nice. SDA? Hm. Was ist das? Eine Waffe. Ah. Aber was für eine, keine Ahnung. Ich bin kein Spezialist. Hier müsste man einen Hoden dabei haben. Der kennt jede Waffe. Ja? Der kann direkt sagen, jo, die ist gut oder nee, Müll und dafür brauchst du zwei Schuss und... Ich hol den Hatchback rein, das ist sicherer. Ja, nee, ist ja okay. Und gleich in Fluchtrichtung. MK20C? Keine Ahnung. Ich nehme mal Munition mit dafür. Okay, Auto steht direkt an der inneren Kreuzung. Okay. Alter, ein Fernglas, nice. Oh, das ist cool. Das kannst du gleich ins Inventar, den Inventarslot legen. Ey, wir kriegen hier gerade echt richtig heftig Zeug. Ja. Aber ey, es ist halt, die Nacht hat dummerweise gerade erst angefangen, ne? Ja, gut, aber ist vielleicht auch ganz gut. Also, ich sehe noch alles. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin hier blind.
Ja, also in den Dingern schaut's gut aus, ne? Also in den Räumen, da kannst du, in den Kuppeln kannst du richtig gut looten. Mhm. Hast du geschossen? Nee. Ich habe gerade eine Tür aufgemacht, die hat ein bisschen geknarzt. Ach so, okay. Oh, was haben wir denn hier Schickes? Kanister, ey, ohne Scheiß, wir verdienen uns dumm und dämlich, ey. Boah. Hier nochmal so einen schönen Night Vision, weißt du? Das wäre schön. Das wäre echt schön, ja. Die nächste Axt gefunden. Das ist echt. Ich muss jetzt nochmal schnell zum Entladen gehen. Mach mal. Boah, und schon wieder Folgenende. Was? Schon wieder? Ja, schon wieder vorbei. Dann, liebe Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann erfahrt ihr, ob wir vielleicht nochmal richtig geilen Scheiß finden. Ja. Und dann werden wir wahrscheinlich auch zum Airfield kommen. Und am Airfield kann man sich eben die Flaggen kaufen, auf die wir die ganze Zeit ja hinlooten. Und da können wir dann auch vielleicht mal schon unsere erste Base planen. Also, im nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder spannend. Und interessant. Und noch viel mehr. Ja. Bis dann. Tschüss.